Die Ostsee spült Jahr für Jahr hunderte tote Meeressäuger an die Strände. Im vergangenen Jahr sind mindestens 180 tote Schweinswale gefunden worden. Der grünen Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke zufolge sind die toten Tiere eine direkte Folge der verfehlten Meerespolitik. Der Ostseeschweinswal ist vom Aussterben bedroht. Lemke fordert nun wirksame Rückzugsorte und verbindliche Regeln für den Meeresschutz in Deutschland. Dafür sind null Nutzungszonen in der Nord- und Ostsee nötig. Dort können Schweinswale, Robben und andere Tiere Schutz finden. Die Zahl der toten Schweinswale in der Ostsee war 2019 die dritthöchste nach 2016 und 2018. Zudem sind an den Stränden der Ostsee auch 71 tote Kegelrobben und 28 tote Seehunde gefunden worden.